Servus, wir sind heute bei der Freiwilligen Feuerwehr in Amberg. Wir haben nämlich gehört, dass die da hier ganz ein besonderes Fahrzeug haben. Und da schauen wir jetzt mal, ob wir jemanden finden, der uns das zeigt. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Miriam. Matthias. Hallo, hallo. Miriam. Bernhard. Hier haben wir Bernhard Strohl, das ist der erste Kommandant von der Feuerwehr in Amberg, oder? Richtig. Und Stadtbrandrat. Genau. Bernhard ist 55 Jahre alt und hat bereits 40 Dienstjahre bei der Feuerwehr auf dem Buckel. Und ihr habt ein ganz besonderes Fahrzeug? Richtig. Wir haben seit dem Jahr 2009 einen sogenannten Teleskopgelenkmasten. Das ist ein Hubrettungsfahrzeug bei der Feuerwehr. Also wir haben den Weg gewählt, keine herkömmliche Drehleiter zu kaufen, sondern eben diesen Teleskopmasten. Gut, können wir das mal sehen? Sicherlich. Dann müsst ihr mal mitkommen und dann fahren wir es mal raus. Da steht das gute Teil. Das sogenannte gute Teil ist ein wirklich mächtiges Fahrzeug. Mit einer Länge von knapp 9 Metern und einer Breite von 2,55 Meter. Also wir haben jetzt gesehen, das Fahrzeug ist jetzt abgestützt worden. Kommen also 4 Stützen raus, dass das wirklich einen sicheren Stand hat. Das Fahrgestell unten dient praktisch auch ein bisschen als Gegengewicht. Darum ist das freihängend hier auf diesen Stützen nur gelagert, dass wir also hier dann in alle Richtungen Bewegungsmöglichkeiten haben und auch eine möglichst große Ausladung dann erreichen. Macht Sinn und ist echt beeindruckend, dass dieser 18-Tonnen-Koloss einfach frei in der Luft schwebt. Die Bedienung macht in der Regel einer alleine. Es sind noch 2 Mann dabei, die dann halt für die Arbeitstätigkeiten dann mit eingesetzt werden. Da müssen die Feuerwehrleute aber schwimmfrei sein, oder? Das ist Grundvoraussetzung. Gibt es Kameraden, die sagen, da können sie nicht hoch, das geht nicht? Ja, haben wir auch ein paar dabei, denen wo unwohl ist, okay, wenn sie mal rauf müssen. Ja, können wir da jetzt mal einsteigen? Selbstverständlich. Ja? Ein bisschen ein mulmiges Gefühl bekommt man ja schon, wenn man in diesen Korb einsteigt und eben mal so auf 32 Meter hinauffährt. Was sind jetzt alles die Vorteile zu einer herkömmlichen Drehleiter? Der große Vorteil ist dieser Knickarm hier, dass man hier ein Drehleiter geht gerade rauf. Hier haben wir diesen zusätzlichen Knick, den man also zusätzlich entsprechend dann noch bewegen kann. Und hier hat man also dann wesentlich mehr Möglichkeiten zu arbeiten. Man kann zum Beispiel näher am Gebäude hinfahren oder wie auch immer. Jetzt bin ich gespannt. Fahren wir jetzt ganz rauf? Fahren wir mal ganz rauf. Okay. Testen wir mal die 32 Meter aus. Und ab geht's über das Amberger Feuerwehrhaus. Was für ein herrlicher Blick. Was ist der letzte Einsatz, wo du dich erinnerst, wo du das im Einsatz gehabt hast, das Fahrzeug? Haben wir erst kürzlich im Einsatz gehabt, das war ja vorgestern, Menschenrettung durchzuführen über Fenster. Okay. Das war eine reanimierte und beatmete Person, die man an sich durch den Rettungsdienst dann durch ein enges Treppenhaus hätte tragen müssen. War einfach nicht möglich im Endeffekt. Dann sind wir hier mit dem Gerät ans Fenster hingefahren, der Patient ist rausgelangt worden und die Reanimation hat weiterhin auch stattfinden können. Hier auch, weil man eben hier die Liege drauf kann. Genau, man hat hier die Möglichkeit einfach dann zu arbeiten und auch am Patienten zu arbeiten. Also. Je mehr Bernhard über diese Leiter erzählt, desto mehr erschließt sich der Nutzen dieser speziellen Anschaffung. Gut. Ja, Ausflug beendet. Schöner Ausflug war das, ja. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, weil ich ein bisschen Höhenangst habe. Aber es war jetzt gar nicht so schwindelerregend, dadurch, dass man in dem Korb wirklich gut gesichert ist. Und mir kam es auch gar nicht so hoch vor. Also ich habe mir 32 Meter eigentlich ein bisschen höher vorgestellt. Wie ist dann die Entscheidung gefallen, dass man sagt, man legt sich sowas zu? Wir haben uns damals eigentlich, wie die Entscheidung angestanden ist, sehr intensiv damit beschäftigt. Wir haben verschiedene Drehleitern angeschaut, haben verschiedene Teleskopmasten angeschaut und im Endeffekt die Vorteile des Teleskopmasten haben, damals wirklich den entscheidenden Ausschlag gegeben. Die Größe hier von dem Korb, die Tragfähigkeit von 500 Kilo. Letztendlich war es vielleicht auch ein bisschen eine Preisfrage noch mit. So ein Teleskopmast ist rund 100.000 Euro günstiger als eine Drehleiter. Okay. Ja, wenn man sowas beschafft, also man muss
ein bisschen über 500.000 anlegen, was also das im Endeffekt dann kostet. Also wir sind wieder zurück auf dem Boden und jetzt schauen wir uns mal noch das Fahrzeug von innen an. Wir haben die Besonderheit, dass wir keine normale Tür haben, sondern es ist mehr oder minder eine ähnliche Tür wie bei einem Omnibus. Okay. Eine Omnibustür? Öffentlicher Nahverkehr? Dafür ist der Einstieg aber ziemlich hoch. Fahrzeug selber, Iconic vorgestellt, haben wir schon gesagt, 326 PS glaube ich, hat, um dem Fahrer die Möglichkeit zu geben, dass er sich hier auf den Stadtverkehr konzentriert. Mhm. Wir haben also fast durch die Bank unsere gesamten Fahrzeuge mit automatischem Getriebe ausgestattet, um hier einen Beitrag zur Sicherheit zu leisten. Und jetzt noch rauf zum Herzstück des Fahrzeugs, dem Steuerpult. Wer das Auto fährt, bedient es auch. Das ist der sogenannte Maschinist bei der Feuerwehr. Und hat also an diesem Platz hier dann sämtliche Steuermöglichkeiten für diesen Mast. Da gefahren wird er eigentlich mit diesen zwei Joysticks hier. Mhm. Haben wir die verschiedenen Bewegungen drum. Einmal drehen, quasi den Drehgang drehen. Dann den Mast aufrichten. Dann den Mast, den vorderen Mast senken und heben. Und das steuern wir also hier dann alles entsprechend über diese beiden Joysticks. Kommuniziert der Maschinist irgendwie mit den Feuerwehrleuten, die im Korb oben sind? Genau, da ist eine Gegensprechanlage drin. Der hört also alles, was oben gesprochen wird. Okay. Und wenn er selber spricht, drückt er also nur hier auf den Knopf und dann kann er sich damit verständigen mit dem Korb dann. Okay. Jetzt mal Hand aufs Herz. Das ist wirklich ein cooles Fahrzeug. Ich dachte, Leiter wäre Leiter, aber das macht für mich auf jeden Fall Sinn. Wow. Also die Stützen sind wieder eingefahren, das Auto wieder eingeparkt, die Tore wieder verschlossen. Vielen Dank, Bernhard, für die Führung in luftiger Höhe. War schön, dass ihr euch Zeit genommen habt für uns. Gerne doch. War sehr interessant. Okay. Danke. Wir besuchen die Feuerwehren in der Region immer auf der Suche nach dem, was sie ganz besonders macht. Egal, ob das Fahrzeuge, Geräte oder Menschen sind, bleibt gespannt, was wir da alles so finden.